Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Wir treffen uns dort. Auftrag abgeschlossen, sehr schön. Einsteigen. Kann ich irgendwo die Steuerung komplett auf den Controller umstellen? Jetzt dichte, ja, ich lasse das mal alles so, wie es jetzt eingestellt ist. Instruction via Automatik, was das ist, weiß ich nicht. Weil ich würde die Steuerung komplett am liebsten auf den Controller umswitchen. Gamepad hätte ich ganz gerne. Aktuelle Belegung. Ich trotzdem keine Kamera rein. Wäre natürlich noch schön, wenn man die Kamera... Warum ist er schon hier? Er habe cheatet ein wenig, glaube ich. Das Menü in den Funktionsmodus. Warte, muss ich das hier drüber machen? Modus wechseln. So, in Position bringen. Parke den Pritschenwagen neben einer Last und wähle im Kontextmenü das Zahnrad aus. Okay, das haben wir gerade gemacht. Schott gut abladen. Ich glaube, das sind alles so Sachen, die wir noch lernen. Ne? Das ist jetzt erstmal Tutorial. Auslegen und Indikator. Wir müssen beide mit links und rechts vollständig ausgelegt werden. Aber ist er das jetzt schon hier ausgelegt? Diese stehen doch schon draußen. Wie kann ich den jetzt bedienen hier? Ich will nach tanken muss ich auch noch. Das gab es aber in dem anderen Teil, glaube ich, aber nicht. Dass du da noch tanken konntest. Oder musstest. So, wie komme ich denn jetzt an den Kran dran? Habe ich ihn unterstützt? Oder muss ich das von innen drin machen mit dem Kran? Habe ich hier die Steuerung. Nee, okay, dann setzen wir uns nochmal in den LKW. So, wir haben die haben wir, Licht. So, packe den britischen Wagen habe ich. Das habe ich gemacht. Das war das Falsche. Das muss ich. Im Halt, ja, ich muss jetzt erstmal selber gucken. Ah, okay, jetzt muss ich die Ansicht dabei ändern. Ich brauche eine andere Kamera. Ich brauche die Kamera von außen. Jetzt kann ich das. Ah, okay. Wie kann ich den dann aufladen? Das ist klar, links und rechts. Den Kran durchhalten von R und R. Okay. Weiß ich aber gar nicht, wo ich hier den hinpacken muss, da vorne hin.
Okay, also ich muss mit Maus und Tastatur muss ich das Ganze machen, weil sonst kann ich die Kamera nämlich nicht richtig einstellen. Weil der maximal läuft wieder, das ist super, also Futter schon mal gesichert. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Wieder beim Essen machen. Ja, er sagte, wir sollten keine Zeit verlieren, also erstmal Essen machen. Wieder leer? Schön, dass ich diesen Tipp jetzt bekomme, damit ich weiß, dass ich das drehen kann. Hier ist wieder die Stutzen rein. Achso, die macht automatisch rein. Okay. Was? Ja, ich weiß, Simulationsspiel halt. Was meinst du? Und warum soll ich jetzt... So weit wollte ich doch gar nicht... Hi Petra, habe ich gar nicht gesehen. Warum soll ich jetzt da rumfahren, wenn ich auch hier rumfahren kann?
So, wo habe ich jetzt hier Warnlicht an? Hab ich ja gar nicht. So, Gable Steepers. Gable Staplerus, Leute. Jetzt geht's los. So, lass mich zu schauen. Senke die Gabel. Ja, das ist ja so wie mit dem Bagger gerade. Okay. Ich hab den doch schon geöffnet. Lass mich doch mal hier fahren hier. Ich kann den aber komischerweise gerade nicht richtig hochheben. Ah, okay. Ich muss den komplett dran fahren. Ich kenne das so ein bisschen anders. Also, dass man halt nicht komplett da reinfährt mit dem Dingen. So, komm, den packen wir mal ziemlich weit außen hin. Was macht gerade echt Bock auf mehr, ne? Also, weiß Bescheid. Den Plan wird umgeschmissen, machen wir nächste noch Bausimulator. Nein, ich habe gar nicht Geburtstag. Nein. Du brauchst morgen auch nicht vorbeikommen, weil ich habe morgen nicht Geburtstag. Aber wenn du vorbeikommen möchtest, kannst du auch jederzeit vorbeikommen, auch wenn ich nicht Geburtstag habe morgen. Du bist jederzeit bei uns herzlich willkommen. Nein, ich spiele, also ich muss dazu sagen, ich spiele wirklich sehr gerne solche Simulationen. Ich habe den anderen Construction Simulator, den habe ich damals gesuchtet. Ich habe nichts anderes gespielt in der Zeit. Das war so meine WoW-Down-Phase damals und ich habe in der Zeit nur Construction Simulator gespielt. Bei mir ist halt das Problem, wenn ich ein Spiel habe, wo ich Bock drauf habe und das Spaß macht, dann suchte ich das. Wie bei Hogwarts, da habe ich das auch, habe ich auch dessen zweiten Charakter angefangen. Es gibt auch so Spiele, wo ich dann, wo du sagst, boah, jetzt hast du irgendwie keinen Bock drauf, dann muss ich halt wieder Bock drauf haben, aber ich muss mir das halt abgewöhnen. Weil das Problem ist halt, ist natürlich, wenn du Content Creator bist, musst du natürlich öfters diesen Content dann natürlich bringen. Na, passt nicht. Man muss natürlich auch versuchen zu schauen, dass die Leute natürlich regelmäßig diesen Content natürlich dann auch bekommen. Ne? Also so ist es nicht. Aber ich arbeite dran, mich zu verbessern. Ja, die Kniedown-Phase, ja genau. Also du kannst jederzeit bei uns vorbeikommen. Sag uns, was dein Lieblingsgetränk deiner Wahl ist und wir werden versuchen, es zu besorgen.
Muss aber auch sagen, dass der LKW sich sehr holperig fährt, ne? Und gibt es keinen Tempomaten, den man hier im Spiel hat? Reparieren, tanken, Blinker links. 5 und 6 habe ich doch gar nicht auf der Tastatur. Warum Blinker 9? Also man muss halt quasi mit beiden spielen. Oder ich versuche es komplett über die Tastatur zu steuern. Das können wir auch machen. Achso, das war 5. Ich würde mich wieder interessieren, ob wir einen Tempomaten haben. Ich guck gleich, ich kann nicht alles auf einmal. Zumindest ist es nicht aus. Was? Ja, was denn, wenn du heute losfährst, bist du um 12 Uhr pünktlich da. Achso, brauchst du nur das Nötigste. Oder wir treffen uns irgendwo und holen dich dann ab. Du musst dann nur bei uns wohnen bleiben, dann lassen wir dich auch nicht mehr zurück. Ne? Und bis zu deinem Freund ist es dann ja auch nicht mehr so weit. Der wird sich bestimmt dann auch freuen. So, jetzt machen wir... Außenkamera.